Hallo und herzlich willkommen bei The Witcher 3, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten. Ja, wir sind hier in dem Versteck der Hexe und hier laufen ein paar Schneehasen rum, die wir jetzt einfach mal in Ruhe lassen. Da hängen immer noch ein paar Hirsche, ein paar Rehe. Das sieht schon ziemlich interessant aus. Wie lange du noch brauchst, Geralt? Ich bin oben. Nur herein. Bei ihr sind wir zu Hause. Und sie hat uns anscheinend erwartet. Bin ich mal gespannt. Ich dachte in der letzten Folge erst, als er von gewöhnlichen Kerzen und gewöhnlicher Salbe gesprochen hat, dass sie vielleicht auch nur eine gewöhnliche Person ist und keine Hexe. Hast was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Reden. Dreh dich um und warte. Keira Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Foltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Wie nett. Worte, die Sachen können wir ja fragen. Hast du von den anderen Zauberinnen der Loge gehört? Was machst du in Willing? Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein, ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen, Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Okay, zurück zum Thema. Zu einem anderen Thema. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Ciri, jemand, der sich mit der Hexe vor Ort gestritten hat. Was nehmen wir denn da mal? Na, kommen wir gleich aufs Thema. Angeblich hat sie sich mit einer Hexe vor Ort gestritten. Da hat ja jemand einen Bären aufgebunden. Die Mädchen hier würden es nie wagen, sich mit mir zu streiten. Sie ist nicht von hier. Du führst was im Schilde, Geralt. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir sagen, was los ist. Wen suchst du? Ciri. Ciri? Tja, dann verstehe ich die Geheimniskrämerei. Ganz zu schweigen vom Grübeln und dem finsteren Ausdruck. Und du sagst, dass sie ein Problem mit einer Hexe hatte. Du hast sie also nicht gesehen? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Wer hat dich das gefragt? Was hat er sonst noch gesagt? Es ist interessant, wer das gefragt hat. Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Was hältst du von einigen Dutzend Eiern? Reicht meine Dankbarkeit? Was hältst du von einigen Dutzend Eiern? So viele Eier haben wir doch gar nicht. Haben wir Eier mit? Meine immerwährende Dankbarkeit. Reicht das? Das ist nicht zu verachten. Aber du gerätst gerne in Schwierigkeiten. Ich sollte wohl lieber etwas verlangen, das du mir sofort geben kannst. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat.
kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Wie war sein Name? Was hat er in Velen gemacht? Was hatte denn ein Elfenmagier in Velen zu tun? Nun, ich habe ihn natürlich alles Mögliche gefragt. Natürlich. Aber du weißt ja, wie Elfen sind. Er hat viel mehr Fragen gestellt als beantwortet. Wie war sein Name? Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Hauptsache, die Hasen haben ihren Spaß. Können wir aufbrechen? Ich kann noch nicht sofort aufbrechen. Komm, lass uns gehen. Brechen wir auf. Ja, los geht's. Lass uns einfach gehen. Gib den Hasen ihre Privatsphäre, bitte. Wir wollen da nicht länger stören. Obwohl, sie haben es ja trotzdem getrieben. Wie die Karnickel. Ja, ich weiß, er war schlecht. Das war das Beste, was mir eingefallen ist gerade. Ich wusste, die Schneehasen spielen noch eine wichtige Rolle. Da wären wir. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. Wanderung im Dunkeln. Na los! Naja, hätt's mal nicht. Vella Glan! Das ist nett von dir. Hier ist was. Zutaten sammeln. Kartoffelbowist. Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Teleportier uns einfach rüber, danach kannst du nach Hause gehen. Da unten habe ich schon Gegner gesehen. Fertig. Folge mir. Was schreit die denn? Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Keira jetzt ist. Och nö, nicht euer Ernst. Okay, los geht's. Ah, fuck. So. Es ist dunkel hier. Aber ernsthaft? Das Portal hat nicht funktioniert. Vergiss. Ah. Ah, und der trifft uns natürlich. Geht mir jetzt. Oh, es geht mir jetzt schon wieder. Och. Ey. Mit den Leuten haben wir echt kein Glück. Schrei nicht so, sondern akzeptiere es, dass ich euch zerschnetzeln werde. Ich brauche mal ein bisschen Licht hier. Den einen haben wir erwischt. Ach Mann.
So, einen haben wir schon mal. Da reicht noch ein leichter Hieb. So. Da ist einer noch. So, und jetzt. Komm schon. Komm schon, von dem... Nein, auch nicht euer Ernst. Wie hat der uns denn jetzt noch getroffen? Oh. Euer Ernst. Das kann es doch nicht geben, ey. Ey, da hat das mit den Neckar vorhin zu gut funktioniert und jetzt hier wieder gleich draufgegangen. Blut, Schweiß und Tränen. Blut vergießen wir viel, Schweiß steht mir auf der Stirn, die Tränen sind noch nicht da, aber das kommt noch, wenn das so weitergeht. Aber die Ladezeit braucht dann immer nur so lange. Aber eigentlich müssen wir jetzt schon da unten jetzt beginnen gleich, oder? Nachdem wir uns teleportiert haben. Wenn die Zeit des Wolfssturms kommt, dann ist nicht von dem gelben Schnee. Nein, nein, nein. Der sieht zwar schön farbig aus, aber er schmeckt nicht. Es ist halt so ärgerlich, weil es nur noch ein Schlag gefehlt hat. Und während wir da angegriffen haben, hat der irgendwann mal zwischendurch so seine kleine Fuchtelhand rausgeholt und hat uns getötet. Grüße. Sieh dein Schwert. So, die anderen zwei sind ab, da taucht schon der auf. Da kommt schon der zweite dazu, deswegen muss man ein bisschen weiter weg. Die rennen immer wieder weg. Die sind nur in einem bestimmten Terrain aktiv. So, einen haben wir schon mal, ohne Schaden genommen zu haben. Das ist gut. Das ist echt ein Erfolg. Kommt her. Ich frage mich nur, wo der dritte hin ist. Da kommt er aus dem Dunkeln hervorgesprungen. Dass der... Oh, ey, wir hacken mit dem Schwert auf dem einen, aber der kann da sich irgendwie herausbefreien. So, ertrunken im Hirn ist schon mal gut. Bringt der uns hier auch noch was? Aber einer ist hier noch. Wo ist der? Jetzt sagt nicht, der schwimmt ernsthaft da unten. Ist das euer Ernst? Nein. Nein. Boah, das könnt ihr nicht ernst meinen. Ja, komm her. So ein Scheiß. Ich wusste, irgendwann muss das passieren. Deine Mobilität unter Wasser ist eingeschränkt. Verwende die Armbrust, um dich zu verteidigen. Einen Moment. Ja, nee, ist klar. Weil ich das auch kann. Ich bin Meister darin. Geh weg. Oh, zum Glück schwimmt der da hinten bloß so dumm im Kreis herum. Oh, raus aus dem Wasser, raus aus dem Wasser, raus aus dem Wasser. Raus aus dem Wasser, Junge. Ey, das ist nicht mal feierlich hier. Aber wir sind auf der anderen Seite gelandet. Aber da taucht noch mehr auf. Ach du meine Fresse. Es ist so dunkel. Nimm mal ein. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, da links ist der. Hey! Freundchen, so nicht. Ausweichen, Angriff. Ausweichen, Angriff. So, den Hammer. Na komm her. Na komm her. Ah, nein, nicht. Oh, jetzt sind wir vergiftet, so ein Mist. Ah! So. Können wir was aufnehmen? Oh, das Wasser färbt sich rot. Hier kann man nichts aufnehmen.
Es ist sinnlos. Was haben wir da? Nee. Ein bisschen Licht. Nein, wieder anmachen, komm. Sieht das da drüben sein? Keira! So, den haben wir jetzt recht schnell eliminiert. Monsterzahn, nicht verkehrt. Was haben wir denn hier unten für Kräuter? Was ist das? Gruselt denn da? Das will ich jetzt wissen. Was sind das? Wasserweib. Wow. Erstmal der Drum jetzt hierher zu uns. Komm. Ausweichen. Angriff. Also den Hammer. Ach, herrje. Ich möchte aber nicht wieder vollgeschleimt werden hier. Trevor. Aber wir nehmen. Das nimmt kaum Schaden. Die Frage ist jetzt, ob wir uns den Wasserweib stellen sollen oder nicht. Ein Moment. Spiel speichern. Ja, ich bin ein Schisser, ich weiß. Aber ich habe keinen Bock, das hier wieder alles dann nochmal von vorne zu machen. Spiel gespeichert. Ausgewichen. Jetzt verschwinde. Wow, wow. BTF. Ernsthaft. Monsternester können mit dem folgenden Baum zerstört werden. Oh Gott, oh Gott. Ach, herrje, da taucht das Mistvieh auf einmal Botzblitz hinter uns auf und 3-4 Hiebe und wir sind tot. Ich hoffe, das Speichern hat was gebracht. Wehe, wenn nicht. Dann geht's erstmal weiter, dann lasse ich das Vibe da unten erstmal Wasservibe sein. Der Ladekreis, der dreht sich, denn er lädt unseren Spielstand. Und ich schlag meinen Kopf, wenn das so weitergeht, an die Wand. Wir sterben viel zu häufig, ja, wir sind zu oft tot. Und zu oft befinden wir uns in der Not. Kann das jetzt mal zu Ende geladen haben, sonst muss ich weiter singen. Bitte. Danke. Gut, wir stehen hier oben. So, Wasserweib, mach dein Ding. Ich geh jetzt hier hoch. Boah, diese Geräusche. Nee, warte mal, hier geht's doch wieder. Lilas, geh auf! Lilas! Geralt! Wo ist sie denn? Ach, da. Verdammt. Nee, laut dem Ding da. Geralt! Da hinten. Ratten! Wir kämpfen gegen Ratten. Die sie krabbeln auf diesen Löchern. Wirk ein Zeichen. Wirf Bomben. Tu was. Ganz ruhig. Das sind nur Ratten. Ich hasse Ratten. Die
knabbern auch an uns rum. Also, auch zum Glück können wir ihr keinen Schaden zufügen. Ja, bin doch schon dabei. Was? Unsere Waffe ist kaputt. Ein Moment, warte mal. Wir hatten uns doch mal... Da. Reparaturset. Für unsere Stahlwaffe. Jetzt hat unsere Stahlwaffe gerade eben... Na, ein bisschen. Ist halt ein Amateurset, ne? Ja, hier bin ich doch! Was willst du denn? Zerstöre die Rattennäste mit Hilfe von Zeichen oder Bomben. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Na, wir haben hier... Blendet Gegner, zerstört Monsternester. Weißt du, was für Krankheiten wir übertragen? Badum. Haben wir noch eine Bombe? Ich hoffe doch. Widerlich. Ja. Was jetzt, du Stück Dreck? Danke. Das war, da war noch eine Ratte. Wo kann ich die denn? Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Beeilen wir uns. Angst? Geh zurück. Ich mach weiter. Ich muss wissen, was die Jagd hier macht. Wenn du Angst hast, kehr um. Ich mache weiter. Hör auf. Das ist emotionale Erpressung. Du würdest dir wirklich Sorgen um mich machen, wenn ich allein ginge? Um dich? Um mich würde ich mir Sorgen machen. Dann komm mit mir. Aber entscheide dich schnell. Los. Bitte, ganz wie du willst. Wie konnte ich mich nur von dir zu dieser lächerlichen Expedition überreden lassen? Weil du mich lieb hast. Sie wird als Trank dargestellt. Interessant. Wenn wir schon mal hier unten sind. Servantpilze. Wer weiß, wofür die mal gut sein werden. Ich weiß, da drüben auf der anderen Seite. Zum Zerstören eines Monsternests brauchst du einen. Ja, das haben wir. Begib dich in die Nähe eines Nests und drücke X, um es hochzujagen. Du hast nicht die richtige Bombe. Ja. So. Aber Vorsicht, da ist ein Wasserweib. Noch mehr Zutaten. Ganz viele Zutaten. Zutaten. Tochter. Oh. Das ist der... Das ist der Elf. Was war das? Eine Illusion? Nein. Eine morphotische Projektion. Es war eine Botschaft an Ciri. Was für eine Projektion? Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Zirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich, und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Erkunde die Ruinen und folge den Schwalbensymbolen. Moment, hier noch ein paar Zutaten. Ja, zu weit. Nee, reden will ich nicht. Du trampelst auf meinen Zutaten rum. Ich weiß noch nicht, wofür.
Vielleicht muss ich sie auch irgendwann zertrampeln, aber noch weiß ich es ja nicht. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Was ist denn da hinten aufgetaucht? Was soll denn der Mist? Was ist denn hier unten los? Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Och nö. Och. Ich brauche von dir keine Belehrung. Das sind sogar ich habe die Fuchsmuschel auch so erkannt. Wisimir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hatte. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Komm, weiter. Jetzt soll ich wahrscheinlich gleich gegen die kämpfen? Und noch auf diesen scheiß Gestank aufpassen. Oh, Leute. Was ist denn für ein... Oh, fuck. Und schon ist passiert. Sie kämpft schon mal. Aber sie hat jetzt keine Lebensanzeige, oder? Auf die ich jetzt achten muss. Komm her. Komm her, wo bist du hin? Da drüben. Schnell die hier töten. Oh, Mist. So, Appelsaft gibt Appelkraft. Wow, wow, wow. Diese dummen Dämpfe. Nein, nein, ich bin mitten im so. Ach, diese Dämpfe. Ach, das nervt doch. Nicht schon wieder tot. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. So kann das nicht weitergehen. Deswegen mache ich jetzt auch hier Stopp. Wir sind ein bisschen vorangekommen, aber wir sind schon wieder zweimal gestorben. Aber nein, ich werde den Schwierigkeitsgrad nicht heruntersetzen. Irgendwann schaffen wir das. Das bin ich mir sehr sicher. Aber diese, oh, auf diesen Gestank, auf diese Dämpfe habe ich jetzt überhaupt nicht geachtet. Naja, jedenfalls besten Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dann bis zum nächsten Mal bei Witcher 3.